So, die erste kleine Katze, die wir gerettet haben, jetzt fehlt nur noch eine. Hallo Leute, ja und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, wie ihr seht, ich schwitze, obwohl es draußen regnet. Ist es mir unglaublich heiß und der Ventilator läuft jetzt schon die ganze Zeit, aber den kann ich jetzt natürlich nicht anmachen, weil ich meine, jetzt läuft hier die Kamera und das wäre sonst zu laut. Ich lade gerade mein Gaming-Video für heute hoch, also wenn ihr das gesehen habt, habe ich heute schon ein Gaming-Video hochgeladen und zwar eine Bad Wars-Duell-Runde auf der Map Schrebergarten, genau. Und ich gucke mir gerade noch das Video von Raised an, das ist wo er seiner Mutter Minecraft lernt. Leute, ich empfehle euch das Video. Ist wirklich total unterhaltsam, weil ich finde irgendwie mich wieder, als ich mit Minecraft angefangen habe, weil ich habe komplett alleine Minecraft angefangen. Und wisst ihr, was dann immer so lustig war? Früher hatte ich total Angst in Minecraft. War das bei euch auch so? Ich zum Beispiel, als es Nacht wurde, hatte ich dann irgendwie voll Angst, als ich dann die ganzen Zombie-Geräusche gehört habe. Und dann kamen die so und haben mich geschlagen. Und ich wusste einfach nicht, was ich tun soll. Deswegen, ich hatte auch immer total Angst vor der Nacht. Das war irgendwie, keine Ahnung. Also, was würde ich dafür geben, dass ich einfach nochmal ein totaler Minecraft-Unwissender wäre und einfach das Ganze nochmal leben könnte? Das wäre, glaube ich, einfach so mega nice. Und ja, wie gesagt, heute regnet es. Das heißt, heute passiert bei mir eigentlich nichts Spannendes, außer dass ich dieses Video hier aufnehme. Und dass wir gestern die Katzen noch gerettet haben vor dem Unwetter. Das Ganze seht ihr hier. Oh mein Gott, Leute, wir haben hier gerade echt das Unwetter. Ihr glaubt es nicht. Ich hoffe, ihr könnt mich hören wegen dem ganzen Wind hier. Alter Schwede, das wattert. Aber ich bin froh, dass es dann endlich mal abkühlt, aber der Wind hier ist einfach so richtig warm. Okay Leute, wir haben jetzt eine Mission, die Katzen zu retten vor dem Unwetter. Okay, so, jetzt gehen wir raus. Wir stürzen uns jetzt ins Abenteuer. Okay. What the fuck? Wir müssen jetzt die Katzen suchen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Mietz, 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 Mietz. Hallo, ist ja eine Katze. Ja, das ist Minou. Minou, komm her. So, die erste kleine Katze, die wir gerettet haben. Jetzt fehlt nur noch eine. Und die werden wir jetzt auch noch retten. Alter, das sieht so krass aus. Also Blitze sind für mich schon immer so ein Naturphänomen gewesen. Und jetzt regnet es davon halt richtig stark. Okay. Ja, guck mal, wer da ist. Ja, Leo. Ja. Da haben wir den Leo auch noch gerettet vor dem Unwetter. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach morgen wieder. Ciao. Ja, und nachdem wir sie gerettet haben, bin ich dann eh auch bald pennen gegangen. Und ja, mir ist einfach so warm, Leute. Ich sterbe. Ich hoffe mal, dass es jetzt dann irgendwie mal wieder so richtig schön schneit. Also ich muss sagen, für Let's Player und Co. ist Schnee eindeutig viel besser, also Kälte. Weil man kann hier drin einfach schön einheizen, schön Let's Plays aufnehmen. Aber wenn es zu warm ist und man muss hier drin sitzen, dann ist das einfach nur schlimm. Und deswegen, ja. Dann habe ich jetzt mein neues Mikrofon endlich angeschlossen. Das könnt ihr hier sehen. Moment, so. Das könnt ihr hier sehen, hier, mein Mikrofon ist jetzt hier mein Mikrofon an. Das heißt, ich könnte es dann jetzt dann einfach so her tun. Und dann sage ich so, Hallihallo. Und meine Softbox läuft auch gerade. Und ja, was wollte ich noch sagen? Genau, ich wollte jetzt noch auf einen Kommentar eingehen vom letzten Video. Und zwar hat da geschrieben, deine Freunde sind genauso breit wie du, lol. 3,45. Die Arme von dem Rechten sind doch nicht mehr normal. Jetzt mal ohne Spaß. Und hat dein Kumpel, was übrigens mein Bruder war, wirklich einen Motocross-Helm plus Brille, fährt aber einen Roller? Lachflash. Erstmal das Ganze für all die Leute, die das auch gedacht haben. Es ist kein Roller. Es ist eine Supermoto und kein Roller. Zum zweiten Punkt könnte es dir bzw. den Leuten aber auch egal sein, weil ich meine, jeder kann doch das dazu anziehen, was ihm optisch gefällt oder was weiß ich. Das heißt, es gibt ja auch genug Leute, die mit Roller fahren und trotzdem auch einen Crosshelm aufhaben. Dann jetzt nochmal zu dem Thema mit diesen
laucharm oder was weiß ich, da teilweise Leute beleidigt wurden, eigentlich ja nur von dir. Spreche ich jetzt persönlich mit dem Video an. Das ist kein Hate oder sonst was, aber ich glaube, dass du es manchmal anders einfach nicht auffällst, weil du einfach teilweise nur provozierst. Wir sind mittlerweile im 21. Jahrhundert, wir haben das Jahr 2015 und ich glaube, dass da Toleranz eigentlich so weit vertretbar sein sollte, dass man wirklich sagen muss, dass es scheißegal ist, wie dick oder dünn jemand ist, ja. Ich meine, jeder hat seine Daseinsberechtigung und deswegen wirst du genau noch so jeden Tag dein Abendessen bekommen, dein Mittagessen, dein Frühstück. Du wirst genau noch so gut schlafen können, nur weil jetzt jemand vielleicht nicht die allerbeste Modelfigur hat, wirst du deswegen kein schlechteres Leben führen, aber sich darüber dann irgendwie aufregen oder so. Vor allem beim Fischei müsst ihr denken, dass das hier, was dann hier ist, auch noch dünner wirkt. Ihr müsst euch denken, so, und dann, wenn es weiter weg ist, wirkt es natürlich auch noch dünner. Natürlich, wenn es dann hier an der Seite ist, wenn es ein Fischei ist. Ich meine, vielleicht sollte man die ganzen Aspekte mal zusammenrechnen und dann sich nicht drüber beschweren. Dann habe ich zum Beispiel auch noch gesagt, dass ca. 80% der Leute dort genauso aussahen, mit der gleichen Figur. Und dann hat er mir irgendwas gesagt mit, ja, zeig mir doch die Studie davon oder hast du jeden einzelnen gezählt und so weiter. Das ist eine Auffassung von mir gewesen und ich habe extra geschrieben circa 80%, weil wenn man dort mal die jungen Burschen anschaut und sich dann mal vergleicht, okay, wer von den Leuten hat jetzt eine normale Figur, wer ein bisschen dünner, wer ein bisschen dicker, dann hat man einfach gesehen, dass so ein großer Teil einfach genau die gleichen, ich sag mal so, die gleichen äußeren Werte hatten wie wir, alle dünn, schlank und groß eben. Und deswegen, Leute, sag ich einfach nur, mache ich auch bei dieser einen Challenge da nicht mit, weil ich finde, man sollte nicht so oberflächlich reagieren und dann irgendwie sich Akne und so ein Zeug ins Gesicht malen, wenn Leute wirklich damit zu kämpfen haben und so weiter. Sind jetzt Leute, die Akne haben, deswegen schlechter? Oder sonst irgendwas? Ich finde es ein bisschen schade, weil ich meine, deswegen mache ich bei sowas auch nicht mit. Ich fand ja eigentlich die Eisbucket-Challenge und so ganz cool. Aber sowas, denke ich mir, ist eigentlich sehr oberflächlich, weil man nur dann darüber urteilt, wie jemand aussieht. Und deswegen, ja. Gut, Leute, ich würde aber trotzdem mal sagen, wenn es euch gefallen hat, würde mich ein Däumelein nach oben sehr, sehr freuen. Macht's gut, haut rein und wir sehen uns am Morgen wieder. Ciao.